Außerdem, wir haben da schon jemand engagiert. Ich habe gerade mit ihrer Agentin telefoniert. Elena Galabova, die berühmte Opernsängerin. Sie wird auf der Feier singen. Dann gehen wir mal. Ich bin gekommen, um die Bedingungen für den Kredit zu erfüllen. Die Unterlagen habe ich mitgebracht. Sie brauchen nur noch zu unterschreiben. Also, wo kann ich ablegen? Felix. Was ist los? Habe ich verschlafen? Du hast alles kaputt gemacht. Ich hab was? Du bist so verloren. Du willst spielen? Dann spiel. Aber richtig! Nimm das verdammte Geld! From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Ich finde das ziemlich daneben. Ich bin dir heute Nacht gefolgt. Du bist was? Ich habe dich gesehen im Kolosseum mit deinen Freunden. Ich glaube nicht, dass das deine neue Therapiegruppe war. Okay. Ich habe ein bisschen gezockt. Na und? Warum lügst du mich an, Felix? Wer lügt denn hier wen an? Ihr macht doch mit mir, was ihr wollt. Euer kleines Versteckspiel mit Gregor und meiner Schwester. Wir wollten, dass du eine Therapie machst. Oh, vielen Dank auch. Weißt du was, beim Zocken gibt es wenigstens Regeln, an die sich alle halten. Du machst alles kaputt, Felix. Ich mach alles kaputt? Schau mal, das habe ich gewonnen. Das habe ich gewonnen. Großartig, dann mach nur weiter so. So hastig. Ich weiß nicht, wie Sie das in Deutschland halten. Wir in Bulgarien nehmen uns Zeit für die Liebe. Wir in Deutschland nutzen die Gunst der Stunde. Ich will doch die Früchte nicht einfach so vom Baum reißen. Ich möchte sie gemeinsam mit Ihnen genießen. Wir werden es uns richtig schön machen. Romantisch und langsam. Aber nicht jetzt. Entspannen Sie sich. Wann soll das Ganze stattfinden? Wie wär's mit heute Abend? Gut. Sie können den Scheck ja schon mal vorbereiten. Aber bitte von einer deutschen Bank. Die Unterlagen lasse ich Ihnen da. Selbstverständlich. Ich freue mich schon auf heute Abend. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich will dein Geld nicht. Hast du das nicht verstanden? Du wirst es brauchen. Nur ein Spielsüchtiger spielt so lange, bis er alles verloren hat. Und du? Ich weiß, wann ich aufhören muss. Ich weiß, dass ich damit gutes Geld verdienen kann und das investiere ich ins Kolosseum. Was? Ach, das kannst du nicht verstehen, oder? Felix, sowas behauptet jeder Spieler. Ich glaub dir nicht mehr. Ach so, du glaubst mir nicht mehr? Aber ich soll dir glauben. Nichts leichter als das. Du spielst ja immer mit offenen Karten. Wenn du jetzt wieder darauf rumreiten willst, dass ich bei Gregor war und nicht in München... Ja, das war ein toller Plan, den sich meine Schwester mit deinem Onkel Doktor da ausgedacht hat. Lass sie aus dem Spiel! Was sagt denn Robert dazu? Was hat Robert damit zu tun? Hat er nicht auch ein paar gute Tipps für dich und deinen Ehemann? Hör auf abzulenken. Du wolltest eine Therapie machen. Ich brauche keine Therapie! Aber darüber kann ich mit dir nicht reden, das verstehst du nicht. Du weißt es ja besser. Miriam, ich weiß, was ich mache. Vertrau mir. Ich liebe dich. Und nur deswegen mache ich das alles.
Felix, du machst dir was vor. Merkst du das nicht? Wo willst du hin? Ins Kolosseum. Es gibt Leute, die müssen für ihr Geld arbeiten. Außerdem hat sie selber zu mir gesagt, dass sie meine Stimme schön findet. Ja? Hast du auch. Eine richtig schöne Stimme. Darum geht's vermutlich gar nicht. Soweit ich weiß, ist Frau von Heidenberg Gastgeberin dieser Jubiläumsfeier neben Herrn Saalfeld natürlich. Und was hat sie denn jetzt damit zu tun? Du kannst so gut sein, wie du willst, aber du bleibst das Zimmermädchen. Und das ist für manchen hier eben nicht fein genug. Muss doch keiner wissen, dass ich Zimmermädchen bin. Aber die Heidenberg weiß es. Wahrscheinlich hat sich Nora Dammann bei ihr einen ordentlichen Rüffel abgeholt, als sie euren Auftritt vorgeschlagen hat. Glaube ich nicht. Und den hat sie dann einfach an euch weitergegeben. Ich glaube das einfach nicht. Nehmen wir das nicht so zu Herzen. Das wäre aber doch mal eine Chance für mich gewesen. Da kommt bestimmt noch eine andere. Bitte schön, Salve, morgens und abends. Ja, und für jemanden zu singen, der so falsch ist wie diese von Heidenberg, ist sowieso nicht gut. Also ich weiß nicht, warum ihr immer auf der rumhacken müsst. Ich meine, die hat doch nicht nur schlechte Seiten. Die guten hat sie bisher ziemlich erfolgreich geheim gehalten. Ich glaube trotzdem, dass sie nichts damit zu tun hat, weil sonst hätte Nora mir das gesagt, weil sie damit ja aus dem Schneider gewesen wäre. Vielleicht kann sie das gar nicht, weil sie dann selber Stress mit der Heidenberg bekommt. Ja, aber die Nora hat doch immer Stress. Die hat am meisten hat die Stress mit sich selbst. Will mal wissen, was ich der überhaupt getan habe. Die will Xaver und mir, will die einfach nur als reinwirken. So sieht's nämlich aus. Ich wollte doch nur, dass Felix endlich begreift. Aber ich glaube, das war keine gute Idee von mir mit dem Geld. Langsam weiß ich einfach nicht mehr, was ich machen soll. Und jetzt macht Felix komplett zu. Egal, was ich sage, wir streiten nur noch. Ich komme gar nicht mehr an ihn heran. Miriam, was ist denn los? Ist es wegen Felix? Er macht alles kaputt. Alles. Frau von Heidenberg hat eine Suite für Sie reservieren lassen, Peter. Das Gepäck der Herrschaften bitte in die Suite im Westflügel. Einen angenehmen Aufenthalt wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Bitte sehr. Alfons, stell dir mal bitte. Vor. Bitte. Was ist denn? Jetzt guck dir das mal an. Die haben mich doch wirklich wieder zum Gemeinderat eingeladen. Obwohl ich meinen Rücktritt erklärt habe. Sag mal her. Also was denkt die eigentlich von mir? Dass ich da wieder hindackle, nach allem, was passiert ist? Das ist typisch Bürokratie. Da weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Wahrscheinlich war die Sekretärin krank und dein Rücktrittsschreiben ist überhaupt nicht weitergeleitet worden. Na, no. Was machst du denn jetzt? Anrufen. Was? Von hier? Na, den muss man doch mal Bescheid sagen, diesem Schlamperladen. Was nichts anderes bedeutet, als dass Felix in seinem Café eine illegale Spielhölle aufgemacht hat. Ich weiß, es ist hart, Elisabeth, und ich hätte es dir auch gerne erspart. Mein Sohn, ein Spieler? Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab's auch lange nicht wahrhaben wollen. Aber es ist so. Ja, aber das hätten wir doch bemerkt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Sie spielen spät nachts im Hinterzimmer. Elisabeth, es wird noch schlimmer. Für Felix ist es nicht das erste Mal. Er war schon einmal spielsüchtig. Was? Er hat es mir selbst erzählt. Er hat jetzt einen Rückfall. Das würde bedeuten, Felix ist krank. Ja. Ja, das muss man so sehen. Mein armer Junge. Mitleid hilft ihm leider gar nichts, im Gegenteil. Das Schlimmste ist, dass er es selbst gar nicht so sieht und dann kann man ihm nicht helfen.
Ja, aber wir müssen doch irgendwas tun. Ich weiß aber nicht mehr was, Elisabeth. Ich bin am Ende. Felix hat mir gegenüber total dicht gemacht. Ich komme überhaupt nicht mehr an ihn ran. Vielleicht sollen wir es der Polizei melden und die Spielhölle auflegen lassen. Das würde ihn ins Gefängnis bringen. Und er wäre dann vorbestraft. Sollen wir einfach zusehen, wie er sein Leben verspielt? Ich werde mit ihm reden. Ich glaube kaum, dass du an ihn rankommst. Immerhin bin ich seine Mutter. Vielleicht hört er mir zu. Viel Glück. Unglaublich. Jetzt hänge ich schon hier stundenlang in dieser Warteschleife. Man könnte ja denken, wir sind in New York. So, jetzt gehe ich selber mal rüber zur Gemeinde. Meinst du, ich könnte mal eine Stunde weg? Du, das ist vielleicht gar nicht mehr nötig. Schau mal. Grüß Gott, Frau Sonnenbichler. Oh, der Herr Bachmeier. Ja, Herr Bachmeier. Was führt Sie denn zu uns? Aber das ist sehr gut, dass ich Sie gerade sehe. Können Sie mir mal sagen, was die Gemeinde von mir will? Ja, freilich, schon gewissermaßen. Ich darf Ihnen als der neue Bürgermeister vorstellen. Der Herr Schwarzenbeck ist zurückgetreten, heute in der Früh. Was? Ja, Sie können Ihnen ja denken, warum. Ja, Hildegard, dann war ja doch nicht alles umsonst. Seine Machenschaften rund um den Golfplatz waren nicht das einzige Problem. Jedenfalls leite ich jetzt die Amtsgeschäfte bis zur nächsten Neuwahl. Bitte schön. Für mich? Ja. Wollen Sie jetzt versuchen, mich erneut zu bestechen? Frau Sonnenbichler, das ist der Dank für Ihr Engagement im Gemeinderat. Außerdem hat der Schwarzenbeck einer persönlich geschadet. Sogar sie hat in seinen Korruptionssumpf eingezogen. Ja, ich war wirklich unschuldig. Ja, bitte nehmen Sie den Strauß als Entschuldigung. Der Gemeinderat braucht Persönlichkeiten wie Sie. Dankeschön. Das ist ja ein unglaublicher Strauß. Ja. Ist der vom gesamten Gemeinderat? Ja, nein, quasi, nein, das ist bloß von meiner Fraktion. Oh, vom politischen Gegner dürfte ich ja eigentlich nichts annehmen. Doch, ich soll Sie quasi im Auftrag von meiner Fraktion fragen, ob Sie nicht vielleicht, ob Sie nicht vielleicht zu uns wechseln wollten. Ja, überlegst du mal, Frau Sonnenbichler, bei uns könnte es doch viel mehr bewirken als in der Opposition. So, das wird Sie wieder fit machen. Ach, danke. Wenn ich auf Touren bin, könnten wir eine kleine Revanche warten. Es tut mir leid, mir ist jetzt nicht danach. Etwa Ärger zu Hause? Entspannen Sie sich. Deswegen sage ich ein kleines Spielchen, nur zur Ablenkung. Hören Sie zu, ich habe es Ihnen schon mal gesagt, ich spiele nicht zwischen Tür und Angel, okay? Pardon, ich wollte mir nicht zu nahe treten. Aber nachdem Sie heute Nacht alle abgezogen haben. Okay. Dieselbe Runde. Heute Abend nach Feierabend. In Ordnung? Selbstverständlich, ganz wie Sie möchten. Felix, ich muss mit dir reden. Ich komme gerade von Miriam. Ja, komm bitte mit, okay? Probier mal. Warte. Hallo? Ah, danke für Ihren Rückruf. 200.000 Euro in bar, also doch. Ja, ich werde es natürlich mit Frau Tarasch klären. Vielen Dank. Was war das denn? 200.000 Euro in bar? Ja, hat Miriam vom Firmenkonto abgehoben. Normalerweise bespricht sie alle größeren Ein- und Ausgänge mit mir. Diesmal hat sie kein Wort davon gesagt. Wann war das? Heute Morgen. Das hat irgendwas mit Felix zu tun, das spüre ich. Wahrscheinlich hat er sich heute Nacht im Kopf und Kragen gespielt. Und sie hilft ihm jetzt aus der Patsche. Er wollte doch endlich mit dieser Therapie anfangen. Glaubst du ihm das wirklich? Ich hab's zumindest gehofft. Du meinst,
Der spielt immer noch? Der zockt einfach weiter. Und Miriam zahlt die Zeche. Dein Bruder ist echt krank. Und deswegen weiß ich jetzt ganz genau, dass das nicht so ist. Was macht dich da so sicher? Ich bin nicht mehr spielsüchtig. Das ist Jahre her. Frag doch Victoria. Ich spiele nur noch, wenn ich Lust habe. Oder wenn ich gute Chancen sehe zu gewinnen. Ich habe mich unter Kontrolle. Trotzdem, Felix, das ist reine Glückssache. Ist es nicht. Ich habe mir das Kolosseum zum Beispiel von meinem Spielgewinn finanziert. Und die Renovierung habe ich auch schon in der Tasche. Ob das der richtige Weg ist, um an Geld zu kommen? Ja, ich spiele ja nicht ohne Kopf. Da ist ja Vernunft mit im Spiel. Felix, Glücksspiel ist niemals eine gute Sache. Du musst damit aufhören. Das kommt schon noch. Aber jetzt muss ich mich erst mal um was Wichtigeres kümmern. Viel, viel wichtiger. Felix fühlt sich verraten. Da brauche ich mir gar nichts vorzumachen. Trotzdem, es war richtig, mit seiner Mutter zu reden. Er ist krank. Und das sollte sie wissen. Ja, bitte. Miriam, ich habe hier 3 Soßen kreiert für mein neues Restaurant. Und ich muss sagen, dass sie etwas gewagt ausgefallen sind. Und naja, ich wollte einfach mal wissen, was du zu sagen hast. Dein feines Näschen wird mir wirklich fehlen. Robert, entschuldige. Ich kann jetzt nichts essen. Ich krieg kein Bissen runter. Ich habe gehört, dass du 200.000 Euro in bar abgehoben hast. Woher weißt du das? Reg dich bitte nicht auf, es war reiner Zufall. Victoria stand neben mir, als sie den Anruf von der Bank bekommen hat. Ist auch schon egal. Hat Felix so viel Geld verspielt? Musstest du ihn auslösen? Was ist passiert? Ich kann nicht mit dir darüber reden. Robert, du kannst mir nicht helfen. Wirklich nicht. Schon okay. Es geht mich eigentlich auch gar nichts an. Ja, die Soßen lasse ich dir erstmal hier. Du kannst ja ein bisschen was davon probieren, wenn du mehr Muße oder Hunger hast du. Weißt, wo du mich finden kannst. Am liebsten hätte ich mich Robert anvertraut. Aber er würde nur wieder einen Riesenhass auf Felix kriegen. Und damit ist auch keinem geholfen. Vielleicht hat ja Elisabeth bei Felix etwas erreichen können. Mich verstehen? Auch wenn du es nicht magst, dass Miriam dir ihr Geld anbietet. Sie meint es doch nur gut. Sie liebt dich. Daran zweifelt ja auch keiner. Aber ich will mein eigenes Geld verdienen. Aus eigener Kraft Erfolg haben. Und das ist gar nicht so einfach, wenn der eine reich ist und der andere eben nicht. Ihr hattet doch auch eure Probleme, Johann und du. Unsere Eltern waren gegen unsere Beziehung. Es ist bei uns anders, Miriam und ich stehen uns selber im Weg. Eine Ehe von 2 Leuten so unterschiedlicher Herkunft, das ist schwierig. Das hätte ich nicht geglaubt. Du darfst nicht aufgeben, Felix. Es wird alles wieder gut. Ganz im Gegenteil. Das wird eine verdammt unangenehme Zeit. Miriam glaubt immer noch, dass ich spielsüchtig bin. Hab Geduld. Ich rede noch mal mit ihr. Das kannst du vergessen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie das will, damit sie mich mit ihrem Geld retten kann. Ach, Felix, nein, das darfst du ihr wirklich nicht unterstellen. Aber ich kann ihr Geld nicht annehmen. Ich würde mir vorkommen wie gekauft. Wenn es hart auf hart kommt, ich stehe hinter dir, egal was passiert. Das ist vielleicht ein Angeber, dieser Pachmeier.
Ja, das ist einmal, wie wichtig du denen bist. Ach, Quatsch. Die brauchen bloß eine Stimme mehr in der Fraktion. Ach, das glaube ich nicht. Die Mehrheit haben sie doch so oder so. Ja, hast du eigentlich auch wieder recht. Na, denen geht schon um dich. Ja, es geht nicht so, Alfons. Ich kann nicht einfach die Fraktion wechseln. Stehe ich denn da wie ein Fähnchen im Wind? Dann gucken mich meine alten Parteifreunde überhaupt nicht mehr an. Ja, aber gerade deswegen ist es eine Chance, wenn du jetzt in den Gemeinderat zurückgehst. Das sagt mir der Richtige. Du warst doch derjenige, der nicht wollte, dass ich in Politik mache, weil ich mich so wenig um dich kümmern kann. Ja, das stimmt schon. Aber wenn du jetzt zurückgehst in den Gemeinderat, dann kannst du dich richtig rehabilitieren. Ja, aber doch nicht, indem ich die Partei wechsle. Nee. Ich bleib meiner Linie treu. Und wenn ich zurückgehe, dann in die Opposition. Und ich werde dich unterstützen, so gut ich kann. Ja, ich kann's ja irgendwie sogar verstehen, dass du den Herren Politikern auch weiterhin auf die Finger klopfen willst. Musste das sein? Ja, es musste sein. Felix spielt wieder, da bin ich sicher. Und Miriams Barabhebung hat irgendetwas damit zu tun. Ja, aber wie stehe ich denn jetzt da als indiskret und unprofessionell? Victoria, Miriam ist völlig fertig. Sie braucht Hilfe. Ich musste mich einmischen. Ich verstehe Felix nicht. Warum lernt er nicht dazu? Die Einzige, die ihn jetzt überhaupt noch erreichen kann, bist du, Victoria. Da musst du jetzt ran. Auch wegen Miriam. Ich meine, sie ist deine beste Freundin. Mir sind da irgendwie die Hände gebunden. Verstehst du? Ich muss sowieso mit ihr telefonieren. Wegen deiner Indiskretion. Und danach kümmere ich mich um Felix. Ich habe auch schon eine Idee. Heute Abend brauchst du nicht auf mich zu warten. Danke, das kann hier stehen bleiben. Ich mach's. Ist richtig schön geworden, hm? Ja, das ist das Mindeste. Ich werde den Abend mit einer sehr, sehr interessanten Frau verbringen. Aha. Wer ist denn die Glückliche? Jemand aus dem Fürstenhof? Oh. Entschuldigung, ich bin manchmal ein bisschen nervös. Also, ich meine, neugierig. Äußerste Diskretion, was dieses Arrangement hier betrifft. Oder muss ich mir da Sorgen machen? Nein, auf gar keinen Fall. Wir sehen nichts, wir hören nichts und zu sagen haben wir auch nichts. Also, Sie können sich hundertprozentig auf uns verlassen. Dieses Haus lebt von seiner Diskretion. Das möchte ich meinen. Tanja, komm jetzt. Danke. Einen angenehmen Abend noch. So, Herr Sauerfeld, wo soll der Wagen denn hin? Psst. Das ist eine Überraschung. Das ist ja noch gar nicht hergerichtet. Also, Ihr Sohn hat mir jetzt den Wagen so übergeben. Das war Absicht von Robert, und ich weiß genau warum. Na ja, schönen Abend noch. Halt, der scheint hier geblieben. Ich brauche Ihre Hilfe. Richten Sie es bitte so her, dass es nach irgendwas wenigstens aussieht. Also mein Aufgabenbereich als Page wird jetzt hier auch immer größer, oder? Keine Widerrede. Machen Sie. Ja, selbstverständlich. Keine Ursache. Was wird das denn geben? Page, bleib bei deinen Koffern. Ja. Schwinden Sie. Ich hoffe, ansonsten ist alles zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, Herr Steindle, Abmarsch!
Das sollte eine Überraschung sein. Wie hast du das erraten? Ganz einfach. Weibliche Intuition. Ah ja, und sagt ja die weibliche Intuition auch, worum es geht? Ich nehme an, um den Kredit. Du überraschst mich immer wieder, Barbara. Ich wollte mich bei dir bedanken. Das habe ich gern gemacht. Verrätst du mir auch nun, wer der Kreditgeber sein wird? Nein. Du weißt doch, Frauen lieben ihre kleinen Geheimnisse. Moment mal, wo willst du denn hin? Ich weiß, ich bin ein lausiger Koch. Aber die Liebe geht doch durch den Magen und das ist erst die Vorspeise. So, eine Diavolo und eine Fungi. Das ging aber schnell. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, wir beide wollen noch ein Bierchen zusammen trinken. Da habe ich keine Zeit. Du siehst ja, was hier los ist. Ja, gut. Also dann erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Das mit dem Bierchen, das können wir nachholen. Genau. Stimmt so. Danke. Lasst es euch schmecken. Ich bin ja froh, dass dein Laden so gut läuft. Wird langsam Zeit. Wir würden gern anfangen. Ich kenne dich. Sie sehen ja, was hier los ist. Meine beiden Freunde und ich, wir gehen schon mal vor. In Ordnung. Ich komme gleich nach. Wir laufen nicht davon. Sie kommen Sie alleine zurecht? Kannst du losgehen? Ich muss nur ab und zu nach vorne. Ich übernehme die Bank. Einverstanden? Wir fangen mit 200 an, okay? Die Einsätze bitte. Herr Tarasch, den Einsatz bitte. Hm? Was ist das? Guten Abend, die Herren. Kann man noch einsteigen? Was machst du denn hier? Spielen. Oder sind Damen in der Runde nicht erwünscht? Ha, doch, doch. Herzlich willkommen. Das macht den Abend noch attraktiver. Elisabeth. Darf ich? Ja. Und, hast du mit Felix reden können? Ja. Ich habe so gehofft, dass das klappt. Was hat er gesagt? Sein Problem ist, dass er sich dir gegenüber minderwertig fühlt. Wie bitte? Das hat er gesagt? Du hast versucht, seine Probleme mit deinem Geld zu lösen. Du hast heimlich sein Gehalt gesponsert, obwohl du weißt, dass das ein Wunderpunkt ist. Damit wollte ich ihn nie unter Druck setzen. Das weißt du auch. Felix ist ein Mann. Er muss auf eigenen Beinen stehen. Das soll er doch auch. Ja, aber warum bietest du ihm dann bei jeder Gelegenheit dein Geld an? Warum lässt du ihn nicht einfach seine Sache machen? Darum geht's überhaupt nicht. Felix ist spielsüchtig. Das ist eine Krankheit. Ach, Unsinn. Nur weil er ab und zu mal spielt. Felix weiß, was er tut. Er baut sich sein eigenes Leben auf. Und diese Unabhängigkeit passt dir nicht. Du hast dich von ihm einwickeln lassen. Mein Sohn hat sich mir anvertraut, weil er mit dir nicht mehr reden kann. Ich habe den Eindruck, dass du alles überbewertest. Ich nehme ihm seine Lügen einfach nicht mehr ab. Du behandelst ihn von oben herab. Du gibst ihm das Gefühl, nichts wert zu sein.
Warum glaubst du, hat Felix so viel Vertrauen zu dir? Weil ich seine Mutter bin. Endlich lässt er dich seine Mutter sein. Elisabeth, das macht dich blind. Du bist nur gekränkt, weil er dein Geld nicht mehr braucht. Immer dieses verdammte Geld, ich kann es nicht mehr hören. Ich werde meinem Sohn jedenfalls helfen, so gut es geht. Und es gibt andere Dinge, die wichtiger sind als Geld. Vertrauen zum Beispiel. Viel Glück. Danke. Jeder hat 1.000 gesetzt, die Bank hält und erhöht um 2.000. Karte? Nein. Eine Karte für die Dame? Sehr gern. Bist du wahnsinnig? Was denn? Du hast 18 Punkte. Mit 18 Punkten nimmt kein normaler Mensch eine Karte. Felix, ich spiele nur nach deinem Motto. No risk, no fun. Karte bitte. Keine Karte. Es ist meine Sache. Du hast schon genug verloren, das reicht. Ja und? Was geht es dich an? Eben, die Lady spielt weiter, solange sie will. Es ist Schluss jetzt, es reicht! Das ist nicht ihre Entscheidung. Okay, kein Streit jetzt. Vielleicht sollten wir tatsächlich aufhören zu spielen. Wie sie aber mal. Wir können die Runde jederzeit fortsetzen. Deswegen sollte es doch keinen Ärger geben, oder? Nimm dein Geld mit. Wirft Elisabeth mir sowas vor? Hab ich Felix dazu gebracht? Bin ich jetzt an allem schuld? Felix war schon mal spielsüchtig, als es mich in seinem Leben noch gar nicht gab. Warum glaubt Elisabeth ihm alles? Nur weil sie seine Mutter ist? Oder ist vielleicht doch etwas dran? Nein, Felix ist krank. Und Mitleid hilft ihm kein bisschen. Ich kann doch nicht zusehen, wie er sich ruiniert. Unsere Ehe leidet sowieso schon drunter. Ich liebe diese Gegend. Deswegen reite ich so gerne hier. Es ist aber viel schöner, wenn du dabei bist. Das war eine sehr gute Idee von dir. Robert, ich muss dir was sagen. Miriam, du musst mir gar nichts sagen. Lass uns einfach den Ausritt genießen. Doch, es ist wirklich wichtig. Ich habe das nicht organisiert, weil ich irgendetwas von dir erwarte. Ich liebe dich, wie ich noch nie einen Mann geliebt habe. Felix ist doch der Mann, den ich liebe. Bringen Sie mir noch eine Wodka, eine Doppel. Gerne. Wieder die Mailbox. Sieben sind hier in diesem Land. Eine Frau versetzt einen Mann ohne ein Wort. Das würde es in Bulgarien nicht geben. Und zu allem Überfluss setzt sie ihn auch noch unter Druck, indem sie behauptet, er sei spielsüchtig. Was? Ja. Warum übertreibt das Mädel so? Ich verstehe es auch nicht. Ich konnte kein vernünftiges Wort mit ihr reden. Wir haben uns nur gestritten. Sie ist der festen Überzeugung, dass er süchtig ist. Und das erzählt sie überall herum. Gerade jetzt. Das ist doch geschäftsschädigend. Also ich habe das Gefühl, sie macht das extra. Weil sie es nicht aushalten kann, dass er sich selbstständig macht. Ach, so gerammelt voll wie der Laden vorhin war. Der Junge hat überhaupt keine Möglichkeit zu spielen. Der hat gearbeitet wie ein Irrer. Ja, und selbst wenn er mal ein Spielchen macht, das hat doch nichts mit Sucht zu tun. Felix hat mir erklärt, dass er, wenn überhaupt, nur ganz gezielt spielt. Also ich bin sicher, Felix hat sich im Griff. Aber wenn du willst, dann rede ich noch mal mit ihm. Von Mann zu Mann. Setz ihn nicht zu sehr unter Druck. Er hat schon genug Stress. Und dann auch noch der Streit mit seiner Frau. Ich verstehe Miriam nicht. Die ist doch sonst so vernünftig. Hör bloß auf, die Botschaft ist angekommen. Du hast dich um Kopf und Kragen gespielt. Ich mache das sofort wieder, wenn du nicht endlich aufhörst zu spielen. Das will ich nicht mehr erleben.
Es liegt an dir, Felix. Ich hab's kapiert, Viktoria, ich hab's kapiert. Sag mal, was waren das eigentlich für Typen, mit denen du gespielt hast? Die haben mich angequatscht und damit hat einfach alles angefangen. Na los, komm, oder willst du hier Wurzeln schlagen? Warte mal. Komm mal her. Danke für deinen selbstlosen Einsatz. Hm? Man muss eben als große Schwester immer ein Auge auf den kleinen Bruder haben. Also für heute reicht's, komm. Gute Nacht. Gute Nacht. Heute Abend findet eine Feier zum Hoteljubiläum statt. Ohne diese Küche. Es wird ein Flying Buffet geben. Das heißt, es wird geliefert. Die geladenen Gäste werden vom Personal bedient, also von euch. Macht mir bloß keine Schande. Knopf zu. Die Gäste im Restaurant, für die habe ich mir ein Sondermenü ausgedacht, damit sie wegen dieser Feier nicht vor leeren Tellern sitzen. Ansonsten alles wie gehabt. An die Arbeit. Wenn du wegen der Anteile kommst, ich habe keine Zeit. Ich habe gehört, dass du ein Angebot der Klinker Emdens eingeholt hast. Mir diese Laus wieder in den Pelz zu setzen, das würde dir gefallen, was? Ich hab's doch gewusst. Aus der ganzen Sache wird aber nichts. Ich werde von meinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Dann musst du dich aber beeilen. Es sei denn, du hast irgendwo in deinem Sparschwein 5 Millionen gefunden. Ich habe einen neuen Kreditgeber gefunden. Das wollte ich nur sagen, bevor du anderen falsche Hoffnungen machst. Ich erwarte fristgerecht eine Garantie deiner Bank über die gesamte Summe. Morgen früh wirst du alles haben, dann können wir auch den Vertrag aufsetzen. Wenn du meinst. Barbara und mich bringst du mit dieser Aktion nicht auseinander. Im Gegenteil. Ich weiß, was ich an dieser Frau habe. Ganz selbstlos hat sie mir diesen Kredit vermittelt. Dann soll sie dir auch ganz selbstlos einen neuen Koch vermitteln. Ich gehe. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich schlafe wie ein Stein, aber ich habe die ganze Nacht wirres Zeug geträumt. Oh, wenigstens hast du geschlafen. Bist du zu spät ins Bett? Oh, ich war gestern Nacht zocken. Wie bitte? Spinnst du? Wieso? Mit Felix im Kolosseum. Und ich habe eine Methode gefunden, wie ich ihm die Sache ordentlich vermiese. Wie denn? Ich spiele mit. Und zwar so schlecht, dass er es nicht ertragen kann und aussteigt. Und das soll funktionieren? Gestern hat's geklappt. Und morgen? Und übermorgen? Lass das mal meine Sorge sein, Miriam. Viktoria, willst du deine gesamten Ersparnisse verspielen in der Hoffnung, dass Felix zur Besinnung kommt? Wenn es sein muss, ja. Ihr seid ja alle nicht mehr ganz dicht. Elisabeth behauptet, Felix sei das Opfer seiner reichen Frau und du verspielst munter dein ganzes Geld? Miriam, gute Idee. Ich habe wenigstens was erreicht. Felix hat Angst, dass ich beim nächsten Mal wieder auf der Matte stehe. Super. Hey, lass mich mal machen. Es tut mir doch auch leid, dass du momentan nicht an ihn rankommst. Deswegen glaube ich, wäre es besser, wenn du dich in nächster Zeit etwas zurückhältst. Klar. Ihr weiß sowieso jeder alles besser als ich. Es richtet sich doch nicht gegen dich. Im Moment habe ich das Gefühl, es geht alles gegen mich. Das ist Quatsch. Miriam, es ist völliger Blödsinn. Es geht nur ausnahmsweise mal nicht um dich, sondern um Felix. Der ist nämlich krank und nicht du. Ja, das weiß ich auch. Mein Sohn, komm rein, du kommst genau richtig. Ist Elisabeth da? Nein, warum? Du kannst auch mit mir reden, von Mann zu Mann. Na komm rein, ich beiß nicht. Was hat dir denn Elisabeth erzählt? Sie hat mir erzählt, dass Miriam dich unter Druck setzt und dass sie überall rum erzählt, dass du spielsüchtig bist. Ach ja, und dann hat sie mir noch erzählt, dass du der Meinung bist, dass Miriam dich nicht mehr liebt. Das tut sie auch nicht, sonst würde sie sich anders verhalten. Komm, hol dir einen Teller und iss was mit. Sag mal, komm, setz dich. Wo liegt der Hund begraben in deiner Ehe?
Das weißt du ganz genau. Im Geld. Felix, Probleme sind dafür da, dass man sie anpackt und sie bewältigt. Klingt schon genauso wie Elisabeth. Damals haben uns unsere Eltern auch das Leben schwer gemacht. Standesunterschiede. Und schau uns an, wir sind glücklich. Sie haben es nicht verstanden, uns kaputt zu machen. Komm, lass es dir schmecken. Danke, du dir auch. Felix, ich frag dich jetzt was. Ich frag dich das nur einmal, dann frag ich dich das nie wieder. Hast du Probleme beim Spielen? Nein. Warum fragst du, vertraust du mir nicht? Doch, natürlich vertraue ich dir. Du bist mein Sohn und ich bin stolz auf dich. Ich wollte es nur von dir selbst hören. Ich bin der Meinung, du solltest Miriams Gefühle für dich nicht unterschätzen. Deine Frau ist verzweifelt. Das sagt zumindest Elisabeth. Pass auf, dass dein Stolz nicht wichtiger wird als deine Liebe für sie. Ja Gott, nochmal. Du hast so lange für diese Liebe gekämpft. Jetzt kämpf verdammt nochmal auch um deine Ehe. Gut, das sind die ersten Patienten für heute. Und dann kommt noch eine Frau Henschel. Sie ist zum ersten Mal da. Gut, danke. Morgen. Entschuldigung, ganz kurz wegen Tanja. Wir haben es schon gehört. Schade, dass euer Auftritt ausfällt. Ach Gott, das ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Ich fühle mich auch schuldig an dem ganzen Schlamassel, aber ich habe sie ja überredet. Ja, sie hat sich ziemlich drauf gefreut. Ja, und heute Abend steigt die Party, wo sie jetzt eben nicht singt. Und deswegen wollte ich sie aufheitern, aber ich bräuchte eure Hilfe. Klar, was hast du geplant? Ich wollte sie auf einen Karaokeabend nach München schleppen. Ja, und wenn ich sie bitte, dann macht sie wahrscheinlich einen Rückzieher. Deswegen dachte ich, dass ihr vielleicht... Also Karaokeabend bin ich sofort dabei, auf jeden Fall. Nein. Ich glaube, das ist nicht so ganz mein Ding. Also du musst da nicht singen oder sowas, ne? Das ist alles freiwillig. Ja, ich will auch nicht auf die Bühne gehen, um Gottes Willen. Das überlasse ich lieber Tanja. Trotzdem. Es passt mir heute Abend nicht so. Tut mir leid. Ach, schade. Ja gut. Ich muss wieder arbeiten. Du hast heute Abend gar nichts vor, oder? Ich mag einfach nicht. Xaver verhält sich dir gegenüber doch völlig korrekt. Ich glaube auch wirklich, dass er es verstanden hat. Mit Xaver hat das gar nichts zu tun. Ich komme mit ihm inzwischen sogar sehr gut klar. Mit wem dann? Mit Tanja. Ich finde es ziemlich merkwürdig, dass ihr diese Frau von Heidenberg neuerdings so sympathisch ist. Also sympathisch ist ja wohl ein bisschen übertrieben. Wie auch immer. Du weißt genau, dass ich mit dieser Frau nichts zu tun haben will. Manchmal bist du ganz schön kompliziert, Samir. Ich habe einfach kein gutes Gefühl. Diese Frau beeinflusst jeden. In meinem Land ist es eine Schande für einen Mann, wenn er von einer Frau versetzt wird. Bitte, das müssen Sie verstehen. Werner hat mich mit einem Abendessen überrascht und ich kam nicht weg noch, nicht mal zum Telefonieren. Gut. Dann heute Abend. Heute wird es schwierig. Schwierig? Ich bitte Sie. Es geht um 5 Millionen Euro. Schwierig wird es erst für Sie, wenn der Kredit platzt. Oder wenn unsere delikaten Sonderkonditionen bekannt würden. Bitte, haben Sie doch etwas Geduld. Wir haben heute unsere Jubiläumsfeier für das Hotel. Ja, wunderbar. Auf so großen Festen kann man sich doch leicht davon stellen. Normalerweise haben Sie sicher recht, aber ich bin die Mitorganisatorin und da kann ich mich dem nicht einfach entziehen. Außerdem, ehrlich gesagt, möchte ich meinen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nicht unter Zeitdruck nachkommen. Das ist doch sicher auch in Ihrem Sinne. Ich muss mich entschuldigen, dass ich Sie so unter Druck setze. Mein Temperament angesichts so einer wunderhübschen Frau. Auch wenn Sie für die Organisation dieser Feierlichkeiten zuständig sind, so gehe ich doch recht in der Annahme, dass Sie nicht selbst in der Küche für das leibliche Wohl der Gäste sorgen werden. Nein, nein, gewiss nicht.
gut, sehr gut. Dann habe ich jetzt Zeit. Es wird mir ein Vergnügen sein, als seine ganz besonders heiße Vorspeise eine Frau wie Sie zu genießen. Hallo Miriam. Tut mir leid. Das ist ja fast die Stelle, als wir uns das allererste Mal gesehen haben. Fast wie damals. Nur ohne Pferd. Und außer, dass alles jetzt anders ist. Miriam, was ist los? Alles mache ich falsch. Alles. Jetzt mal langsam. Wenn ich sowas sagen würde, okay, aber du... Ich bin am Ende, Robert. Ich komme einfach nicht weiter und an Felix komme ich so oder so nicht mehr ran. Alles, was ich mache, ist einfach falsch. Ach, was erzähle ich dir da? Da ausgerechnet dir. Ich will dich damit nicht belasten, wo du doch bald weg bist. Robert. Bitte bleib. Ich brauch dich. Wie besprochen, danke. Wie Sie sehen, ich bin ja gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm. Ich kann sogar ausgesprochen nett sein. Keine Angst. Du wirst es genauso genießen wie ich. Du mir vielleicht noch irgendwas sagen? Warte, ich... Miriam, tu's nicht.